Ich grüße euch, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin jetzt auch wieder so einigermaßen fit. Mich hat jetzt auch mal so eine Erkältung so richtig platt gemacht und ja, es ging fast gar nichts mehr. Ich habe mir aber jetzt wirklich die Ruhe gegönnt und bin jetzt wieder einigermaßen fit und kann mich dementsprechend dann auch wieder dem Thema Sport widmen. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt im letzten Frage- und Antwort-Video, ich bin jetzt wieder kräftig am Sport machen. Aus den 10 Kilo, die ich vom Crosstrainer runtergelaufen habe, sind jetzt mittlerweile auch schon 17 Kilo geworden. Und jetzt ist auch der Stopppunkt gekommen, nicht weiter abnehmen. Und jetzt kann ich so ein bisschen ins Krafttraining gehen und naja, alles im gesunden Rahmen betreiben, auch für euch da draußen. Ein weiterer aktueller Punkt ist wieder das Gärtnern. Also ich habe jetzt begonnen mit meinem Frauchen mit der Voranzucht, mit den Paprikas, Chilis und Tomaten und so einigen anderen Pflänzchen. Ja, es macht sich soweit ganz gut. Ich blende euch das hier nochmal so ein bisschen mit ein. Wir haben innen schon so ein bisschen vorangezogen. Die ersten Sachen sind am Keimen. Und ich muss zugeben, ich kann es kaum erwarten, mit der Gartensaison zu beginnen. Draußen werde ich jetzt noch das Erdreich ein bisschen im Gewächshaus vorbereiten und das Bewässerungssystem noch ein bisschen optimieren. Und ansonsten kann die Gartensaison kommen. Mit dem Beginn der Gartensaison fangen natürlich jetzt auch wieder die sonnigen Tage an. Traumhaft, man lebt wieder richtig auf. Ich glaube, ihr schließt euch da auch an. Vitamin D wird auch schon mal wieder ein bisschen durch das Licht gebildet im Körper. Also eine feine Sache, bessere Laune. Der Mensch taut auf. Der Neubeginn einer ganz tollen Geschichte. Und so wird das auch im Gewächshaus sein. Mein letzten längeren Videobeitrag für euch auf YouTube war ja Qual der Wahl. Da ging es darum, welches Saatgut ich dann doch in diesem Jahr aussehe. Die Entscheidungen sind getroffen. Es werden auf jeden Fall dieses Jahr mehrere Sorten an Ochsenherzen. Die habe ich bis jetzt noch nie angebaut und ich bin mal gespannt, wie die so werden. Ebenfalls habe ich mich in diesem Jahr für mehrere verschiedene Gurkensorten wieder entschieden, beziehungsweise wir haben uns dazu entschieden. Liebe Familie Meier, danke nochmal für den Kommentar unter dem letzten Video Qual der Wahl. Ja, ich werde mir da nochmal Gedanken zu machen und diese Tomatensorte ebenfalls mit anbauen. Wo ich mich dieses Jahr besonders drauf freue, ist auf die Konzert- und Festivalsaison. Und ja, ich werde die Matte erstmal noch bis dahin dran lassen. Abgeschnitten werden sie dann am Ende des Jahres, nachdem ich noch den Mittelaltermarkt mitgenommen habe. Oder soll ich die Haare einfach dran lassen? Schreibt es mal gerne unten drunter. Eure Meinung würde mich auch mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und hier gibt es auch Videotipp für euch. Ansonsten würde ich wie immer sagen, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns die Tage.